Bevor ich das vorstelle, wie funktioniert es, dass keine Fragen dazwischen kommen, ganz vor die Klammer gezogen, die Nachteile mal auf einen Blick und die Vorteile auf einen Blick. Und die Nachteile von dem, was ich Ihnen vorstelle, erst einmal für den Arbeitnehmer, da gibt es nur die ganz klare Aussage. Es ist kein Zeitpunkt, keine Situation, kein Ereignis, nichts in irgendeiner Art und Weise vorstellbar und denkbar, wo der Mitarbeiter auch einen wie auch immer gearteten Nachteil oder Verlust hat. Den gibt es schlichtweg nicht. Schauen wir das von der Arbeitgeberseite an, es ist ein Punkt, ich würde nicht als Nachteil bezeichnen, sondern es ist eine Notwendigkeit. Wir brauchen einen Arbeitgeber, der, wenn er dem Mitarbeiter irgendwo Zusagen macht, sich auch traut, mit einem Kapital 2 bis 2,5, vielleicht auch bis 3% Rendite zu erwirtschaften. Wenn ich einen Unternehmer habe, der sagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie soll ich 2,5% Rendite langfristig erwirtschaften mit einem Geld, dann ist er da nicht der richtige Kunde, dann ist er da nicht der richtige Ansprechpartner, da können Sie vielleicht nachfragen, du hast doch auch schon mal einen Konkurrentkredit aufgenommen für 9,5 oder 10,5%, da musst du doch auch vorstellen haben können, dass die 9,5 und 10,5% wieder rein arbeitest und verdienst, weil sonst wäre es ja Blödsinn gewesen, du hast auch schon Bankdarlehen aufgenommen mit teilweise langen Laufzeiten mit 4,5 und 5,5 und 6%. Wenn du noch glaubst, dass du 6% oder 4,5% verdienen kannst, hast du auch das nicht gemacht. Und wahrscheinlich kennt ihr auch eine Vermögensverwaltung, die ihre 2,5 bis 3% verdienen kann, wenn er vielleicht selbst sich mit dem Unternehmen und Wachstum und so weiter sich das zutraut. Aber das ist die ganz große Voraussetzung, das ist das Einzige, was der Arbeitgeber beachten muss, was er im Prinzip schaffen muss. Mehr aber das muss er dann auch schaffen, auch wenn es bei einer Versicherung geht. Und die ja, also mit der Versicherung ist es so, ich sage es ganz einfach, wenn es ein Fan ist und sagt, Versicherung ist was Tolles, dann sage ich, du, die Anlagestrategien der Versicherer, so ein großes Geheimnis sind die auch nicht. Man weiß zwar nicht, haben wir jetzt 23% italienische und 37% griechische oder ist es umgekehrt oder kommen auch noch ein paar spanische dazu, aber man weiß, dass die irgendwie 80 bis 90% in Staatspapieren haben, das weiß man und man weiß auch, dass das nicht deutsche sein können, weil sonst schaffen sie 1,75% nicht und 1,75% reicht ja nicht, ab und zu muss auch mal ein Fensterputzer die Fassaden und die Türme hochfahren, der kostet auch was, der muss ja auch bezahlt und verdient werden, die müssen halt ihre 3-4% erwirtschaften, um halt nach Kosten ein bisschen was abliefern zu können. Und das kann der Unternehmer, wenn er es für richtig hält, kann er es ja oder für gut hält, kann er es nachbilden. Dann hat er wenigstens die Wertschöpfung im eigenen Unternehmen. Ja, die wichtigsten Vorteile auf einen Blick, also Arbeitnehmer, Unternehmer, beide sind bei dem System Gewinner. Wieso und warum, stelle ich gleich fest. Wir haben einen 100%igen Insolvenzschutz für die Mitarbeiter, das ist keine Situation erkennbar, wo er irgendwo mal einen Schaden haben könnte und der Insolvenzschutz durch den Pensionssicherungsverein ist auch besser als Protektor. Da steht auch mehr dahinter als beim Protektor. Da stehen, ich glaube, 80.000 Unternehmen dahinter, da stehen 14 Millionen, 15 Millionen Zusagen dahinter. Das ist ein ganz anderes Volumen als im Prinzip die gesamte deutsche Industrie. Wir haben im Prinzip deutlich höhere Leistungen für die Mitarbeiter. Schlichtweg aus einem Grund, wenn sich der erste Euro verzinst mit ein bisschen höheren Zins, kommt hinten einfach ohne Mathematik-Professor zu sein deutlich mehr raus, als wenn ich nur, wie es bei der Versicherung so durchschnittlich ist, halt nur 65 bis 68% in die Verzinsung überhaupt kommt. Wir haben 100%ig freie Liquidität zur freien Verfügung für den Unternehmer, kann er machen, wie er mag. Wir haben 100%ig Identifikation mit den Unternehmen, eben durch das eigene System, unsere Betriebsrente. Wir sind Firma Müller, wir haben unsere Müller-Betriebsrente, wir haben unsere Müller-Mitarbeiterversorgung. Wir machen das für euch. Wir machen uns unabhängig von Versicherungen. Da gehen kein Geld weg, da gehen keine Kosten weg. Es verzinst sich alles vom ersten Euro an. Und wir haben natürlich die Themen Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung durch die hohe Effizienz und die hohe Effektivität im Prinzip erschlagen. Das ist das vorab, aber wie funktioniert es? Und funktioniert uns ganz einfach. Das kann man an dem Blatt erklären, mehr braucht man fast nicht dazu sagen. Ich habe einen normalen Mitarbeiter, der verzichtet jetzt auf 100 Euro und der Arbeitgeber geht her, überweist die 100 Euro zur Versicherungsgesellschaft. Gehaltsverzicht, brutto wie netto, also brutto abgezogen, keine Sozialversicherung, keine Steuern, der Arbeitgeber überweist die 100 zur Versicherung. Dann ist eins passiert, in dem Moment, wo er das rüberweist, ist das Geld für ihn unwiderruflich, unwiederbringlich, endgültig
nicht beleihbar, nicht verpfändbar, in keinster Weise rückholbar. Das ist endgültig weg, das ist endgültig beim Versicherten. Das Einzige, was nicht weg ist, der haftet für das Geld immer noch. Also die Haftung hat er nicht los, die Liberität hat er losgebracht, die Haftung hat er nicht losgebracht, umgekehrt wäre es besser. Und der Mitarbeiter bekommt eben bestimmte Leistungen, sagen wir hier in dem Beispiel 200 Euro, kommt drauf an, wie alt das er ist, mehr oder weniger bescheiden, haben wir ja gerade auch gehört, 14,5 bis 20 Jahre dauert es, bis der 100-Euro-Schein erst wieder beisammen ist und dann kommt halt Verzinsung langsam drauf. Also weder für den Arbeitgeber noch für den Arbeitnehmer bei Lichte betrachtet besonders interessant. Was hier wir machen mit der Pauschal- und der Unterstützungskasse, mit der Unternehmenskasse, der Mitarbeiter verzichtet auch auf 100 Euro, die 100 Euro bleiben aber in der Unternehmenskasse, die bleiben im Unternehmen. Genauer gesagt, die verlassen das Unternehmen gar nicht. Das heißt, die bleiben da und sind nicht weg. Und es sind nicht bloß die 100 Euro da, sondern es gibt auch noch Steuervorteile obendrauf. Es bleibt auch noch eine Liquidität aus Steuervorteilen übrig. Das heißt, er hat nicht bloß statt 0 100, sondern er hat statt 0 vielleicht 105 oder 110, jedenfalls mehr Liquidität als bloß die 100 Euro. Und der Arbeitnehmer bekommt natürlich deutlich mehr Leistung, weil hier werden die kompletten 100 Euro verzinst, hier werden es tendenziell mit ein bisschen höheren Zins verzinst, vielleicht auch wenn man Rentenzusagen mit anderen Rentenfaktoren umgerechnet. Der Mitarbeiter hat deutlich höhere Leistungen und beide gewinnen. Und dass das Geld hier bleibt, das erklären wir auch dem Mitarbeiter ganz deutlich, das ist eine Folie, wie wir es auch in der Mitarbeiterpräsentation haben. Der Mitarbeiter wandelt Entgelt um, das kommt zur Versicherung und Versicherung nimmt halt einen ganz großen Teil für Kosten, für Verwaltung, für Gewinne, für Provisionen und so weiter weg und der Arbeitnehmer bekommt ja nur seinen relativ bescheidenen Anteil. Mit der Unternehmenskasse machen wir einzeln auf der gleiche Gehaltsverzicht. Das bleibt eben in der Unternehmenskasse, auch vermögenswirksame Leistungen können reinlaufen. Es sind auch viele, was gar nicht wissen, dass vermögenswirksame Leistungen natürlich auch der Sozialversicherung unterliegen und im Prinzip auch relativ hoch verbeitragt werden. Also wenn Sie einen Mitarbeiter haben und sagen, ab morgen gebe ich dir vermögenswirksame Leistungen oben drauf, die muss ich überweisen, dann hat der Mitarbeiter übermorgen ein geringeres Nettogehalt, weil eben für das, was er oben drauf gekriegt hat, er noch die Sozialversicherung zahlen muss. Also auch bei Riechen betrachtet nicht besonders interessant. Und wir sagen, die Kosten, Verwaltung, Gewinne, Provisionen sparen wir uns, die nutzen wir eben auch in der Unternehmensklasse. Wir lassen die Wertschöpfung nicht bei der Versicherung, wir lassen es bei uns im Unternehmen. Und mit den Mehrgewinnen können wir eins machen, mit den Mehrgewinnen können wir dir, für Mitarbeiter, eine Arbeitgeberzusage geben. Da können wir über das, was du gemacht hast, nochmal einen Zuschuss obendrauf geben. Aber nicht nur du profitierst von den Mehrgewinnen und hast eine höhere Leistung. Auch wir haben einen Teil davon zur Arbeitsplatzsicherung, zur Unternehmensstabilität, zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und so weiter. Das ist so, wie wir es den Mitarbeitern erklären. Wir haben dann auch, auch einen Film, Plus-Minus-Film ist der, den kennt ihr vielleicht aus dem Internet, ein bisschen so mit der Kostenstruktur und am Allianz-Beispiel berechnen die, dass wenn man es nachrechnet, das war ein Film mit 4% Garantieverzinsung, dass die Garantieverzinsung nur 1, bisschen was beträgt, bezogen aufs eingezahlte Kapital und dass nur 68% angelegt wird und sich mit 4% verzinst. Das rechnen halt so die Fälle vor, spricht dann einer auch aus der Versicherungswirtschaft, die sagt, naja, den Kunden braucht nicht interessieren, wie viel wir verzinsen, entscheidend ist nur der Zins, den wir zahlen und wie viel das wir verzinsen, ist uninteressant und dann wird halt das mit verschiedenen Versicherungen gegenübergestellt. Ich möchte Ihnen mal das System auch in der Liquidität mal vorstellen, einfach Arbeitgeber finanziert. Die Folie relativ einfach, können Sie es auch gleich vergessen, weil wir sprechen hier von keinem Steuersparmodell. Es funktioniert auch bei gemeinnützigen, bei steuerbefreiten Unternehmen, haben wir genügend schon gemacht. Aber hier einfach mal einen Steuereffekt zu verstehen, wenn Sie in eine Versicherung 1.000 Euro einzahlen, fließt dann erst mal 1.000 Euro ab. Ja, die 1.000 Euro sind Betriebsausgabe, und Sie bekommen natürlich eine Steuererstattung oder zahlen weniger Steuern. Bei der Kapitalgesellschaft 30%. Sie bekommen 300 Euro Steuer zurück. Das heißt, am Ende vom Tag oder vom Jahr, je nachdem, wie Sie es jetzt rechnen, fehlen Ihnen 700 Euro in Ihrer Kasse. 700 Euro hat Ihnen die ganze Geschichte gekostet, wenn Sie das für Mitarbeiter machen. In der pauschalogierten Unterstützungskasse, da haben wir auch die 1.000 Euro Aufwand. Aber die 1.000 Euro Aufwand sind hier nur
hochtechnisch. Die fließen nicht. Die bleiben im Prinzip da, weil der Liquiditätsabfluss vermieden wird, aber sie sind Aufwand und führen damit zum gleichen Steuervorteil. Das heißt, am Ende vom Tag bleibt uns der Steuervorteil üblich die plus 300. Vergleichen wir es jetzt mit der Versicherung, haben wir hier minus 700, plus 300 ist die Differenz 1000 im Vergleich zur Versicherung. Das ist ein Steuereffekt, der sich einfach ergibt, weil ich buchtechnisch Aufwand produziere, der zu einer Steuererstattung führt, aber weder der Aufwand mir abgeflossen ist, der ist da und die Steuererstattung gibt es halt oben drauf. Aber das ist, ich habe gesagt, merken, weil es der uninteressante Teil ist.